Ich denke nämlich mal nicht, dass die Patrouillen respawnen werden. Ach, Manticore. Ich würde jetzt am liebsten hier die Kamera drehen können, aber kann ich nicht so wirklich. Also müssen wir da mal auf der Draufsicht gucken. Linien müssen halten. Na, du bist schwach. Du bist nur Level 17 auch. Deswegen. Du bist 18. Du bist ein Tick stärker. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen. Komm, der Gegner ist eingefroren. Der kann nicht ausweichen. Ein Seelenfels mittendrin. Okay. Runenkrieger zu mir! Okay, jetzt sind es drei Gegner. Dann greifen, Männer! Niederer Manticore, okay. Runenkrieger zu mir! Die Linien müssen halten! Sind sie dich allerliebst? Standhalten, Männer! Linien müssen halten! Gardenschwert, aber kann ich nicht benutzen. Da oben ist ein Lava-Golem. Da oben sind Feuerelementare. Ich glaube aber, wenn ich das hier so richtig deute, ist das hier der Eingang. Okay. Ich hab's kapiert, ich will nicht mit euch kuscheln. Runenkrieger zu mir! Sagen wir so, die Map ist sowieso eine Riesengemeinheit. Ich meine, Orks auf der einen Seite und Elfen auf der anderen Seite. Nicht, dass es schon ein Problem ist, dass es ein Licht und ein helles und dunkles Volk ist. Nein, es müssen auch nur wahrscheinlich die größten Erzfeinde sein. Aber ja, die beiden Feuer brennen noch. Und wenn, dann würde ich hier links und rechts die Dinger mit Türmen zu pflastern. Oder einfach hier alles mit Türmen zu pflastern. Dann würde es nämlich kein Rein und Raus mehr geben. Also nachdem ich den anderen Eistyp hier losgeworden bin und von dort keine Angriffe mehr fürchten brauche. Um die Feuerelementare mache ich mir da weniger Sorgen. Also hier oben sehen wir sie gerade, welche davon. Die sind sowieso ein niedrigeres Level. Und ich glaube, ich nehme gerade den Weg zu denen hoch. Oh, Manticore mal wieder. Großer, niederer und noch ein großer. Also nichts, was wir nicht schaffen würden. Vor allem nicht, wenn Lena ein bisschen mithilft.
Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! Und, ja, Flammagor ist hier. Wir werden angegriffen. Also ja, würden wir Flammagor, würden wir die Orks nehmen, hätten wir Flammagor und seine Elementare direkt über unseren Köpfen. So, weiter traue ich mich nicht ran. Die haben ja auch eine Truhe, die sie bewachen. Aber ansonsten keinen Weg weiter. Gibt's nur hier. Dann gucken wir da mal weiter. Na gut, hier unten ist nichts. Haben wir ja schon so halb aufgedeckt. Ich frage mich gerade ernsthaft und ehrlich, wie viele Patrouillen es gibt. Und ob die nicht doch irgendwo nachgefüllt werden. Also ja, ich kann jetzt schon sagen, dass wir heute wahrscheinlich eh nur zur Aufklärung kommen. Zu nichts mehr. Aber da guckt... nee, das ist das. Das ist ein Außenposten. Da guckt euch das mal an. Da unten sind noch Lava-Golems und Schlag mich tot. Hier oben sind übrigens auch noch welche. Hier sind nicht viele Gegner. Na komm, die sind noch ein bisschen entfernt. Runenkrieger zu mir! Gucken wir, wie viel Schaden wir hier anrichten können. Standhalten, Männer! Die Linien müssen halten! Ah ja, und da drüben sind die anderen Feuerelementare. Die sind auch ziemlich nah dran. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Also jetzt noch eine halbe Stufe... diesem Level. Vielleicht kriegen wir den Außenposten auch noch kaputt, bevor die Patrouille hier auftaucht. Wir sind übrigens fast schon einmal rum.
Ja, das hier ist auch wieder eine volle Patrouille. Da unten ist übrigens auch Schlund. Ja, das wird knapp. Was habe ich da jetzt alles eingesagt? Das Schild ist... meh. Okay, wir haben es geschafft. Wir verziehen uns. Jetzt gehen wir mal da runter zum Ork-Monument. Aktivieren da den Seelenfels. Kann auch gut sein, dass die Patrouillen immer an den Außenposten nachgefüllt wurden. Wir werden angegriffen. Flammenklingenschwert, ha? Das ist ein Hinterhalt. Runenkrieger zu mir. Oh, Topaz. Oh, Geld bedeutet das. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer! So, dann mal gucken, ob wir die Patrouille danach auseinandernehmen könnten. Wenn ich hier noch einen Außenposten, das haben wir sogar beide Außenposten jetzt verdient. Diese Kreaturen! Es muss etwas geben, was sie verletzen kann! Nee, na, das Thema hatten wir doch schon mal. Nochmal Questbo aktualisiert. Ja. Ja, und auf der nächsten Stufe kann ich den einsetzen. Auch gut, dann kann ich auch gleich den Klingenweber verkaufen. Stärke, Ausdauer, wenn man sich das so ansieht. Der ist schon stark, der Typ. Oh, die ziehen gleich weiter. Oh, und ich sollte auch mal wieder speichern zwischendurch. Okay, sie kommen. Runenkrieger zu mir! Leider alle. Runenkrieger zu mir! Standhalten, Männer! Gerade die Sinistrons, die sind gefährlich. Wir werden angegriffen. Okay, mal sehen, ob ich nochmal welche rausziehen kann. Muss eh da lang, weil hier gibt's nichts mehr.
Na kommt, die schaffen wir. Runenkrieger zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Linien müssen halten. Da kommt auch wieder eine Patrouille an. Hey, ist das unsere erste? Das ist ein Hinterhalt. Da fehlen auf jeden Fall welche.